Thomas Weyer und ich komme hierhin aus Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Soest in Westfalen. Wir sind dort eine Fachhochschule für Agrarwirtschaft, also wo ich arbeite. Und ich habe dort also die Bodenkunde und die Pflanzenernährung zu vertreten in dem Studiengang. Wir haben einen Bachelor- und einen Masterstudiengang für Agrarwirtschaft und bilden junge Leute aus. Und ja, ich bin zuständig für die Bodenkunde und liebe es, dass wir also die Böden auch operieren, aufschließen, aufgraben, sichtbar machen, insbesondere um zu zeigen, was so alles los ist im Boden und was wir da erfahren können. In der Regel findet die Landwirtschaft ja auf dem Boden statt und wir schauen nicht immer so tief und haben noch nicht immer die Möglichkeit, so tief da hineinzuschauen, aber wenn wir können, dann kann man das eben sehr schön mit so einem Bodenprofil erläutern und darstellen, wie ein Boden sich entwickelt. Ja. Magst du ein paar Wörter dazu sagen, was wir hier sehen? Ja, was wir hier haben, wir haben ja hier eine große Profilgrube geschürft, weil der Boden hier bei unserer Soil Evolution natürlich so das Herz der ganzen Veranstaltung ist, weil sich alles darum dreht letzten Endes als die Grundlage so der Produktion. Und wir haben hier einen Boden, der erstmal sehr bewegt ist, also ein Boden, der die Steine, die kommen aus den Gletscherhinterlassenschaften, also wir sind ja im Alpenvorland hier und man sieht an diesen gerundeten Graniten und silikatischen Gesteinen, dass die einen langen Weg hinter sich haben und also mit den eiszeitlichen Gletschern bis hier zu uns eben bewegt worden sind. Und dann haben wir in dem Zeitalter des Pleistozän, so nennen wir das geologisch, das sind so 2,5 Millionen Jahre vor heute, bis vor so ca. 12.000 Jahre 5 Inlandvereisungen gehabt. Und die letzte, die Würm-Eiszeit, die Eiszeiten sind immer nach dem Eisvorstoß bis zu dem Fluss benannt. Und die Würm fließt ja hier durch Baden-Württemberg. Dieser letzte Eisvorstoß hat eben dann zusätzlich eben, also in den Zwischeneiszeiten und am Ende der Eiszeit ist sehr viel Löss mit dem Wind hier abgelagert worden und in diese Moränen sozusagen hinein geflogen und das Ganze hat sich dann in den Auftauprozessen hangabwärts bewegt. Ja, und das ist, was wir hier eben sehen, von dem Material, was hier vor uns liegt. Also wir haben alte Gesteine aus den Gletschern, in den Moränen hier mitgeliefert, mit dann dem Löss, der hier drin verwoben ist, könnte man sagen. Und das nennen wir Vlieserden. Und diese Vlieserde hat jetzt so ungefähr 12.000 Jahre Entwicklung hinter sich. Das bedeutet eine lange Zeit, also aus menschlicher Betrachtung eine lange Zeit, wo sich eben jetzt der Boden in eine bestimmte Richtung hin entwickelt hat. Und wir nennen dieses Ergebnis Pseudoglei, also ein scheinbarer Glei. Gleie sind Grundwasserböden. Dies ist aber ein terrestrischer Boden, das heißt kein Grundwasser prägt ihn, sondern Stauwasser. Und deshalb wird das hier mit den Horizontsymbolen S, D, Stauwasser dicht und SW, Stauwasser führend, SEW, nass gebleicht, gekennzeichnet. Warum sieht man das so schön? Der Boden ist ja, was man mit der Kamera, glaube ich, ganz gut einfangen kann, marmoriert in rostrote Töne, graue Töne. Und das nennen wir Reduktomorphie, also den Wechsel von Reduktion und Oxidation. Und das kommt dadurch zustande, dass hier der Unterboden dichter gelagert ist. Wahrscheinlich durch Tonverlagerung im Laufe der Zeit ist der Ton hier nach unten gewandert und verschließt dann die Poren, dann staut sich das Regenwasser, dann läuft der Boden mit Wasser voll und dann setzt also Reduktion ein. Wenn die Poren vollgelaufen sind, dann werden die Eisenoxide metallisch grau, wie Eisen eben gefärbt ist. Und wenn wieder Sauerstoff eindringt, dann oxidieren diese
Porenwände eben wieder. Und dann sehen wir diese leuchtenden, rostroten Farbtöne, also die Eisenoxide. Und wir sehen auch, was man hier ganz gut sehen kann an dieser Stelle, dass nicht nur Eisen sich dann bewegt im Boden und mit der Saugspannung nach oben gezogen wird später wieder in den Kapillaren, sondern auch eben Mangan. Ja, Manganoxide sind ja die schwarzen Stellen in dem Profil. Wenn man die so anschneidet, dann hinterlassen die so einen, ja, wie so einen Kometenschweif, ja. Das kann man da ganz gut sehen, ja. Und daran erkennt man eben Manganoxide im Boden, ja. Das sind die schwarzen, und die roten sind die Eisenoxide. Das kann man also auch sichtbar machen, wenn man eben einen Boden öffnet und dann eben so präpariert die Dinge, die man ja dann eben auch erläutern möchte. Wie zum Beispiel hier oben im Profil sieht man, wie das Bodenleben den Boden sehr schön krümelt. Also überall runde Aggregate, die davon zeugen, dass eine hohe Regenwurmpopulation und überhaupt ein sehr hohes Bodenleben insgesamt in dem Boden verzeichnet ist. Wenn das nicht so ist, dann haben wir meistens mechanische Gefügeformen, also dicht gepresst, plattig oder subpolyedrisch oder polyedrisch, je nachdem, wo wir uns dann da befinden. Und das Besondere hier bei diesen Profilen ist eben, dass wir ganz tiefreichende Regenwurmröhren haben. Hier haben wir das gerade sehr schön sichtbar, wie man hier runterschaut. Das ist alles vom Lumbricus terrestris. Schauen Sie mal hier, wie toll das hier in die Tiefe weitergeht. Vorbereitet. Und die durchziehen die Böden bis hier unten, bis 1,60 Meter. Hier haben wir vorgestern die großen Regenwürmer gefunden, 20 cm lang und manchmal so dick wie ein kleiner Finger. Und die perforieren den Boden. Und dann sehen wir überall diese großen Makroporen. Und die helfen jetzt, das Wasser auch besser zu infiltrieren. Und die können durch diese etwas dichter gelagerten Bereiche auch durchgehen. Und das ist dann ein Bodenschatz, müsste man eigentlich sagen, der gut mit Wasser und Luft umgehen kann und dadurch also sehr viel nutzbares Wasser für den Pflanzenbau oben eben bereithält. Ja, das sind hier über 200 Liter nutzbringend gespeichertes Wasser. Das bedeutet, dass hier an dem Standort auch mal eine Zeit ohne Niederschlag wunderbar überstanden werden kann, weil eben das Wasser im Boden gehalten werden kann. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt eine Flugsohle habe in einem Boden und die dann ungefähr bei 30 cm, sehr häufig liegt sie in diesem Bereich, wenn die richtig dicht ist, also wir haben in sehr intensiv bewirtschafteten Betrieben manchmal bis zu 6 Megapascal Dichte hier drin. Und damit verkürze ich dann eben meinen durchwurzelbaren Raum einerseits und aber auch, ich reduziere den Raum für eben das Bodenwasser, was dann gespeichert und genutzt werden kann. Und umgekehrt, wir haben ja jetzt richtige Schlagniederschläge, also große Mengen Niederschlag, die plötzlich kommen und nicht mehr so diese schönen Landregen, wo das Wasser dann so allmählich wie mit der Gießkanne verteilt wird. Wenn ich jetzt große Mengen Wasser unterbringen will, dann kann so ein verkürztes Profil das nicht. Das bedeutet, dass dann in Hanglagen Erosion viel stärker stattfindet. Und es bedeutet auch, wenn der Boden dann das Wasser nicht abführen kann, dass die Pflanzen Schaden nehmen, Getreide fault, weil es dann keine Kulturpflanze liebt, ist in einem Sumpf zu stehen. Und das sind sozusagen die Folgen dann letztendlich von einer solchen zu intensiven Bearbeitung. Und hier hat es gestern geregnet, wir waren überrascht, war alles weg. Ja, genau, es hat, ich glaube, über 20 mm Niederschlag gegeben innerhalb kürzester Zeit. Und man sah, dass das Wasser sehr gut hier versickert. Wir haben es alle mitbekommen. Da kann ich bezeugen. Genau, also den Vorteil. Und ja, vielleicht, wenn ich das noch sagen kann, als wir hier hingekommen sind im April, zu der Vorexkursion. Ich hatte ja hier auch eine ganze Woche Kartierarbeit mit einer studentischen Gruppe unserer Hochschule. Und dann haben wir sofort gesehen,
der Vergleich zwischen diesen Flächen und den Anrainerflächen, wie unterschiedlich gut die mit dem Wasser umgehen können. Hier haben wir überall Krümelgefüge gehabt im Oberboden. Die Vegetation war ja nicht so weit. Man sah das von Weitem. Wirklich konnte man das wahrnehmen. Krümelgefüge, große Makroporen, das Wasser kann infiltrieren. Im Vergleich die Flächen, die eben sehr intensiv bearbeitet werden, verschlemmte Oberböden, Erosion auch, was man dann schon so mit dem bloßen Auge auch wahrnehmen konnte. Ja, das sah man im April schon. Und jetzt sehen wir auch, dass die Flächen ein solches Ereignis, also sehr viel Wasser in kurzer Zeit, wunderbar verarbeiten kann. Und das ist natürlich ein Glücksfall. Ja. Ein absoluter Glücksfall auf Messegelände sowieso. Ja. Dass auf einmal ganz viel Wasser, plötzlich ja. Drehen wir uns eine Minute später weg. Genau. Wie ein Schwamm. Ja, das kann man sagen, das ist eben die hervorragende Arbeit der Bodenlebewelt. Und wenn ich die erhalten möchte, muss ich die füttern. Ja, wir haben also auf einem Hektar 15 Tonnen Bodenleben. Wenn man das umrechnet in Großvieheinheiten, da kommt was zusammen. Ja? Und um sich das vorstellen zu können, naja, wir müssen uns das irgendwie vorstellen können, das meiste sehen wir ja gar nicht. Ja? Wir sehen es nicht, aber die sind da. Und wir sehen eben die Effekte. Und diese Effekte, wenn ich jetzt ein Betrieb bin, der zu einem konservierenden System wechseln möchte, übers Füttern sehe ich das schon sehr schnell. Ja, dann kann ich innerhalb von ein paar Jahren, da wo Nahrung ist, wo Futter ist, da zieht es die Lebewesen hin, vom kleinsten bis zum größten. Und wenn ich das Angebot mache, dann stellen sich eben auch die Effekte ein. Ja? Man sieht, dass dann eben die Fahrspuren auch schneller vielleicht sich auflösen oder eben auch solche verdichteten Horizonte plötzlich durchlässiger werden. Das ist eine Arbeit, die braucht ein bisschen Zeit. Und wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit und manche Zeitgenossen glauben, das muss per Knopfdruck alles funktionieren. Tut es nicht. Also ich muss schon ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. So Qualität kostet schon Zeit. Ja. Was verstehst du unter dem Begriff regenerative Landwirtschaft? Ja, regenerative Landwirtschaft heißt ja übersetzt eine Landwirtschaft, die sich regeneriert, also erholt, immer wieder neu, eigentlich wieder neu entsteht. Also über, wenn man das so ganz wörtlich dann nimmt und sich neu vielleicht nachhaltig auch erhält. Und der Begriff ist für mich so ein bisschen schwierig, weil jetzt so viel damit gelabelt wird und man manchmal so ein bisschen verwirrt sein kann, was da jetzt alles so mit gemeint ist. Die einen meinen, da nehmen wir ein paar Bakterien und bringen die in die Böden. Die anderen meinen, wir machen eigentlich konservierende Landwirtschaft. Dann melden sich die Nächsten und sagen, auch wir nennen es auch Hybridlandwirtschaft und das könnte auch regenerativ sein. Also wir leben ja in so einer Zeit des Labelings und dann kriegt alles ganz schnell einen Namen. Ich muss sagen, mit dem Begriff konservierend kann ich auch ganz gut leben. Ich kann auch ganz gut mit dem Begriff regenerativ leben, wenn er meint, dass ich eben den Boden stabilisiere aus sich selbst heraus. Also was ich nicht gut finde, wenn wir jetzt anfangen, na jetzt nehme ich mal aus diesem Fläschchen was, aus dem nächsten das andere und wo ich nicht immer sicher gehen kann, was kommt denn jetzt da rein? Aber wenn ich darunter verstehe, ich unterstütze das System des Bodens, das bedeutet, das kleine Einmaleins der Bodengesundheit ist an die Bodenart angepasste pH-Werte und dann eben auch ein Humusgehalt, der mindestens über 2% liegt. Dann kommt das schon in eine Richtung, wo ich sage, ja, lasst uns Bodengesundheit aufbauen. Ja? Das ist doch eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, die Soil Health oder eben Bodengesundheit auf Deutsch, wo die FAO schon lange gesagt hat, das ist weltweit eigentlich das Topic Nummer eins, weil wir die gesunden Böden brauchen. Wir verlieren am Tag immer noch hektarweise Anbaufläche,
was wir uns eigentlich überhaupt nicht erlauben können. Und wenn wir dann die verbleibenden Böden jetzt noch falsch behandeln, sage ich jetzt mal, dann ist das nicht zu unserem Guten. Ja? Und also die Bodengesundheit erhalten meint, dass ich, und dann könnte es auch regenerativ sein, aber mir geht es um die gesunde Haltung des Bodens, meint, ich betrachte alle Ebenen. Das ist die Bodenphysik, die als erstes kommt. Also wie ist der Raum, wie gestalte ich den Raum, stabile Aggregate, genügend Poren, Wasseraufnahmekapazität ist dann gegeben. Und dann betrachte ich auch die chemischen Parameter. Wie sieht es mit den Nährstoffen aus? Der Geruch gehört auch mit dazu, den kann ich ganz schnell feststellen, ob es nach H2S riecht oder nicht. Das günstig riecht, das Milieu stimmt, die Nährstoffverfügbarkeit und auch die Nährstoffe, wie sie zueinander im Verhältnis stehen, ist auch wichtig. Nicht nur Höhe von einem oder fünf Nährstoffen, sondern auch die Verhältnisse sind wichtig. pH-Wert. Und dann kommt eben auch die Biologie. Ja, das läuft natürlich nicht so nebeneinander ab, sondern ist ein dynamischer Prozess. Aber wir Menschen, wir müssen doch ein komplexes System verstehen. Ja, und deshalb diese Dreigliederung in Physik, Chemie und Biologie, wo ich dann mir betrachte, wenn ich jetzt einen Boden mir vornehme, wie ich eben schon gesagt habe, manches kann ich nur unter dem Mikroskop sehen, also die Anzahl von Individuen beispielsweise. Aber ich sehe doch sehr schnell über die Funktionalität des Bodens dann, wie die Biologie des Bodens etabliert werden kann. Und ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Betrieb bin, was wir in manchen Betriebszweigen ja auch vorfinden, die sehr viel Bioenergie produzieren, das heißt also Biomasse, die immer abgeführt wird, rausgenommen wird für Bioenergie, dann habe ich einen einseitigen Kohlenstoffexport. Und dann kann ich nicht langfristig aufbauen, was hier möglich ist. Ja? Dann exportiere ich den Kohlenstoff oder ich verkaufe alles Stroh. Dann sinkt mein Humusgehalt. Ja? Und dann habe ich schon mal über den Humusgehalt einen Aspekt, aber ich habe auch über die fehlenden Regenwürmer, die ich dann gar nicht mehr finde, habe ich es vor Augen liegen. Jetzt muss ich aber schnellstmöglich das verändern, weil ich sonst das alles andere eben opfere. Guck mal hier, hier haben wir richtig frische Regenwurmlosung auch im Profil zu sehen. Also diese Anzeichen, dass hier der Boden lebendig ist und dadurch das System stabilisiert, gestärkt ist, Wasserinfiltration funktioniert, Nährstoffverfügbarkeit da ist, das sind alles eben die Anzeichen der Soil Health oder der Bodengesundheit, die wir etablieren wollen. Und darum geht's. Und das ist, ob das jetzt mit dem Label regenerativ funktioniert oder mit konservieren, da bin ich ganz schmerzfrei. Aber wichtig wäre, auf diese Parameter eben zu achten, dass das funktioniert, ja. Wow, vielen herzlichen Dank. Wie gefällt's dir hier auf Soil Evolution? Oh, mir gefällt's hier sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier in einer Community bin, die das gleiche Ziel haben, weil ich das Gefühl habe, ich treffe hier Menschen, die Mut haben, die auch weiter blicken, die risikobereit sind, was Neues auszuprobieren. Ich persönlich glaube, dass unser althergebrachtes Landwirtschaftssystem ziemlich vor die Wand gefahren ist, um es ganz ehrlich und deutlich zu sagen. Und das sehe ich auch an den Restriktionen und in den Engpässen, in denen viele Landwirte sich gefangen fühlen, immens hohe Pachten, und dann fange ich an, irgendwo zu sparen vielleicht. Wir sehen, dass am Kalk gespart wird beispielsweise. So, und das sind für mich alles Anzeichen, wo ich sage, das machen die Landwirte nicht, weil sie den Boden nicht lieben, sondern weil sie ökonomisch irgendwo unter Druck sind. Und diese konservierende Community, sage ich mal, Conservation Agriculture Community, die probiert viel mehr aus. Und wir brauchen diese Experimentierfreudigkeit, die Risikobereitschaft, den Mut, eben sich hinzustellen, zu sagen, nö, ich lasse mich nicht nur jetzt von einer Sache treiben, sondern, wissen Sie, weißt du, Landwirtschaft wird über Generationen
betrieben. Ich komme aus Westfalen. Wir haben Nachbarn, die können sich auf ihren Betrieb bis ins Jahr 860 zurückverfolgen. Das ist für mich extrem nachhaltig, so etwas. Und warum sollen wir das jetzt aufgeben? Ja? Deshalb meine ich, lasst uns das freie Unternehmertum in der Landwirtschaft stärken und den Mut haben, eben dann Dinge auszuprobieren, dass auch in die nächsten Generationen die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter weiter von ihrem Know-how und Umgang mit dem Boden, mit Pflanzen, mit Tieren gut leben können. Ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Danke dir. Viel Spaß noch. Danke.